Wir kommen zum letzten Thema, besten Dank. Zum Thema Appartementum Hamburg, das Marte Mietshaus. Ich darf als Referenten Lars Hinrichs begrüßen. Lars Hinrichs ist Gründer und CEO von Simco Capital. Ich denke, das ist eine Firma, die man vielleicht nicht so kennt in der Schweiz. Wenn ich aber sage, dass er der Gründer des Business-Netzwerks XING ist, dann ist es vielleicht schon bekannt. XING, denke ich, das kennen viele Leute, da sind vielleicht auch die meisten nicht dabei. Er ist aber auch Young Global Leader beim World Economic Forum und Mitglied der Young Presidents Organization. Er ist Gründer und CEO eben von Simco Capital. Das ist eine Gesellschaft, die sich in europäische und amerikanische Firmen im Technologiebereich investiert. Und er ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Und er ist quasi Bauherr, wenn ich das richtig verstanden habe, des Appartementums in Hamburg. Wir sind sicher auch gespannt, was das genau ist. Anschließend wird dann Peter Schmidlin von der Berlima noch kurz sagen, dass das Ganze eben auch funktioniert, was jetzt Herr Hinrichs vorstellen wird, und auch die technische Lösung ganz kurz anskizzieren, wie das eben dann in der Realität aussehen wird. Aber Einstieg durch Lars Hinrichs über das Appartement. Ja, wunderbar, vielen Dank. So, jetzt bin ich als Hamburger der Einzige, jetzt haben wir Viertel zusammen, die vom wohlverdienten Apo abhängt. Apo ist ja etwas, was wir Hamburger nicht wirklich so kennen als Begriff. Insofern möchte ich Ihnen heute ein bisschen was davon erzählen, wie ich das Produkt Mietwohnung verändere. Aber kurz zum Thema Schweiz. Ich bin wahnsinnig gerne in der Schweiz, weil hier fast alles, insbesondere die SBB im Vergleich zur Deutschen Bahn, immer on time ist. Wir sehen mit Benimobau noch im Budget. Das ist eine Tatsache, die ich in Hamburg nicht immer beim Bauen erlebt habe. Insofern sollte es Planer von Ihnen geben, die aktiv in Hamburg sein wollen oder in anderen Städten, wenn ich das Appartement ausrolle, sagen Sie bitte Bescheid. Ich arbeite sehr gerne in Schweizer zusammen. Ja, Disruption gibt es letztendlich überall. Und ich denke mal, in allen Lebensbereichen kennen wir das, wie sich Technologie derzeit durchsetzt, wie sich Software durchsetzt. Alles, was digital sein kann, wird digital werden. Und das ist natürlich auch in allen Lebensbereichen gefallen. Was seht ihr gerade durch die Generation X und Y und Z und was wir da nicht alles haben, im Bereich der Shared Economy einfach derzeit widerspiegelt. Insofern ist quasi die erhöhte Konnektivität, quasi im Zuge der Digitalisierung kommt natürlich die Grundlage für alles, was ich baue. Und wenn Sie quasi so ein bisschen sich im Bereich exponentielles Wachstum umtun, dann lernen Sie den Begriff des zweiten Maschinenzeitalters kennen, das Second Machine Age. Das ist so quasi die zentrale Komponente von dem, wie ich denke und was ich versuche jetzt in Steinen zu realisieren. Ich gehe davon aus, dass wir diese Umwälzung eigentlich in allen Lebensbereichen haben werden. Und das bedeutet dann letztendlich auch am Bauen. Und das ist so eine Sache, die ich festgestellt habe, dass im Bauen, also im Real Estate Markt und insbesondere im Mietmarkt sich in den letzten 70 Jahren eigentlich überhaupt nichts verändert hat. Und ich bin zu diesem Projekt gekommen, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Jemand, der quasi Zeit seines Lebens im Internet gedacht hat, im Internet programmiert hat und Dinge entwickelt hat, dachte ich mir nach einem gewissen Liquiditätsevent, das ich hatte, dann kaufe ich mir doch einfach mal so ein paar Steine. Und bis zur Unterschrift beim Notar dachte ich, ich hätte ein sensationelles Geschäft gemacht. Und das war im Jahr 2010. Also wir haben das Jahr 2016 derzeit. Insofern habe ich da eine relativ lange Geschichte eigentlich zu erzählen. Es fing damit an, dass ich Post bekommen habe vom Denkmalschutzamt. Und das ist so das Schlimmste, was so passieren kann. Was ich festgestellt habe, dass ich da ein ziemlich großes, sehr bedeutendes Haus gekauft habe und ist da hiermit unter Denkmalschutz gestellt, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Das waren die ersten zwei Jahre und ich habe ihn erfolgreich aus diesem Haus, was ich gekauft habe, wieder entfernt,
was in Hamburg nicht so häufig passiert. Das Zweitschlimmste, was danach passiert, sind Nachbarn. Nachbarn sind, glaube ich, für alle, die bauen, per se das Schlimmste. Von dem einzigen netten Nachbarn habe ich dann das Grundstück erworben und fand mich in der Situation, quasi relativ viele neue Mietverträge zu haben, die auch noch alle gekündigt werden müssen. Inklusive eines der Innenrestaurants in Hamburg. Und wir hatten sehr unterschiedliche Auffassungen, wie man miteinander umgeht. Das waren nochmal 2 Jahre. Letztendlich, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber wenn Sie so Bauantrag stellen, dann gehen Sie davon aus, dass Sie relativ schnell, wenn Sie die Unterlagen vollständig abgeben, auch eine Baugenehmigung kriegen. Also 472 Tage später bekam ich die dann auch. Und jetzt ist die Überlegung mit dem Produkt, was ich jetzt vorstellen werde, habe ich dort etwas von einer Asset-Klasse zum Prototyp gemacht. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, fast ist es fertig. Ein Prototyp ist es auf jeden Fall. Aber kann daraus auch ein Produkt werden? Für denjenigen, der im Internet-Zeitalter denkt, ist Skalierung natürlich immer das Interessanteste. Insofern kann man das ganze Thema von Häusern auch als Produkt weiterfassen. Smart Home. Insofern habe ich beschlossen, als Techniker ist es natürlich naheliegend, um diese so Richtung Smart Living zu denken, also ein Smart Home zu bauen, mit smarten Apartments, wo alles irgendwie ein bisschen intelligenter ist, wo wir ganz viele Dinge mit dem Internet verbinden und nicht nur Apartments haben, sondern auch ein Commercial Space, wo es so ein bisschen in Richtung Community Building geht. Also ist dieses Haus nur für die Mieter da oder gilt es auch für die Leute, die drumherum sind, etwas zu schaffen, was irgendwie neu ist. Das heutige Mietprodukt ist ziemlich gleich geblieben. Es geht um Anzahl Quadratmeter, Anzahl Zimmer, Lage und befristet. Das ist so die Charakteristika oder die Eigenschaften von dem Mietprodukt. Aber Sie bekommen noch etwas. Sie bekommen etwas, was relativ leer ist. Man ab und zu hängen natürlich noch die Stromkabel irgendwie raus, da gibt es noch so alte Lampen, die irgendwie eingebaut sind. Aber Sie haben etwas, was quasi die Wohnung ist, aber Sie bekommen auch 14 Dinge, die Sie quasi automatisch mitkaufen. Und das sind die ganzen einzelnen Produkte, die Sie entweder einmal im Jahr bekommen, das ist dann diese wahrheitsoptimierte Nebenkostenabrechnung, oder quasi etwas, wenn Sie bei der Swisscom gehen oder bei anderen Telekommunikationsanbietern, was meistens irgendwie zeitaufwendig ist oder Geld kostet. Und auf jeden Fall, damit ist, das ist so Fernsehen, Internet, Gebühren für den Fahrstuhl, Winterdienst, Reinigungsservice, Kaution, Versicherung und so weiter und so fort. Insofern habe ich mir hier die Frage gestellt, kann man das nicht irgendwie komplett verändern? Insofern habe ich mir überlegt, ich muss in den Augen des Betrachters, also im Auge des Mieters, das Produkt verändern und nicht quasi in den Augen des Vermieters oder des Bauherrns. Insofern biete ich etwas an, was Kubikmeter Lebensqualität bedeutet. 3,60 Meter hohe Decke im Neubau ist etwas anderes als 2,40 Meter. Und das in bester Lage in der Stadt, für die Leute, die Hamburg so ein bisschen kennen, in der Mitte gibt es die Alster, direkt dort ist dieses Haus. Und, aber für eine begrenzte Zeit, also zwischen 6 Monaten und 4 Jahren. Wenn jemand ankommt und sagt 4,5 Jahre, dann geht das natürlich irgendwie auch. Aber das Ganze zur Flat-Fee, ein Preis für alles, was Sie dort drin haben, aber es sind nicht nur die Dienstleistungen, die Sie im Haus haben, wie Internet und Strom und Warmwasserabrechnung, das ist ja fast normal. Sie bekommen auch weitere Services wie das Spa, was Sie im Hotel direkt nebenan haben, eine gewisse Nutzung des Commercial Spaces, der dort mit inkludiert ist. Insofern ist das ein Produkt, was sich, glaube ich, zum ersten Mal an eine wirkliche Zielgruppe richtet. Und meine Zielgruppe sind C-Level Expatriates. Wir haben als große Stadt mit 2 Millionen Einwohnern haben wir viele der International Corporates. Wir haben natürlich auch einen Fußballverein, der meistens in der ersten Liga spielt, bis jetzt immer. Nie an Position 1 und
ab und zu an der letzten Position, aber gerade schaffen wir es immer noch in der nächsten Liga zu bleiben. Insofern, das sind auch für mich Expatriates, die das Runde in das Ecke gehauen. Was biete ich? Ich biete ein Produkt, was Instant Comfort bedeutet. Sofort ankommen, sofort wohnen, sofort zu Hause sein. Und das ist eine Value Proposition, die wir so in dieser Form noch nicht haben. Insofern baue ich eigentlich hier die fünfte Kategorie des Wohnens. Ich nehme die Marken und den Komfortlevel, den sie eigentlich nur im Eigentum sich leisten können, kombiniere das mit dem Service-Level, was sie in einem Boardinghaus erwarten, mit der Flexibilität eines Hotels im Sinne sofort ankommen, sofort buchen, sofort wohnen, aber auch mit diesem Zuhausegefühl an der Mietwohnung oder in der gekauften Wohnung, dass sie niemals im Boardinghaus oder im Hotel irgendwie haben würden. Und daraus entwickle ich quasi ein neues Konzept, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, weil diese ganzen Dinge natürlich auch so ein bisschen anders sind. Smarte Miete. Seht ihr im Vergleich zu einer normalen Miete, wo jedes Jahr irgendwie an den Index irgendwie angepasst wird, wo es eine ganze Nebenkostenabrechnung gibt, die kein Mensch versteht, versuche ich etwas zu bauen, was wirklich alles inbegriffen hat in einem Preis. Dass das Ganze gegen das deutsche Mietrecht verstößt, ist mir relativ egal, weil man muss halt immer diese Risikoabwertung machen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, entweder zieht jemand aus von heute auf morgen, muss aber bis zu dem Tag zahlen, oder bleibt halt ewig drin. Was bei den Mieten, die ich nehme, vielleicht auch nicht das Schlimmste ist. Aber ich möchte neue Dinge versuchen, einfach mal auszutesten. Wie sieht es denn aus mit dieser Nullzinspolitik, die wir in der EZB haben? Werden Leute bereit, Miete im Voraus zu bezahlen und kriegen dafür Discounts? Das hat bei Xing sensationell gut funktioniert. Viele Leute, ich glaube 3%, haben sich gleich für 2 Jahre verpflichtet. Das ist natürlich vom Cashflow sensationell, weil sie das Geld sofort bekommen. Und insofern biete ich, wenn Sie bis zu 3 Jahre im Voraus zahlen, 4,5% quasi Discount. Das ist auf jeden Fall mehr, was Sie in jeglicher europäischen Bank kriegen würden. Und die ersten Firmen, für die natürlich das Produkt gedacht ist, oder auch die ersten Mieter, greifen dabei sofort zu und sagen, das finden Sie sehr spannend, das würden Sie doch gerne austesten. Insofern ein smartes Gebäude, was sich quasi dem Leben anpasst. Und zwar nicht nur quasi durch die State-of-the-Art-Technology, die ich Ihnen auch zum Teil gleich vorstellen werde, sondern durch ein System, was vielleicht für viele von Ihnen Planern ein völlig neues System ist. Ich baue nicht auf diese alten Protokolle wie KNX, IEB-Bus und andere, sondern ich glaube als Internetmensch an das Protokoll IP, an das Internetprotokoll. Und wir haben mittlerweile 34 IP-Systeme im Haus. Und für jeden Partner, den ich mit dazugenommen habe, habe ich gesagt, wenn ihr IP spricht, ja, wenn ihr KNX spricht, nein. Und der Einzige, der im Bereich Lüftung, Kühlung und Heizung IP spricht, war Bedienung. Insofern bin ich dann eines Tages zu einem Schmidlin gefahren. Ich habe ihn angerufen und gesagt, ich habe da was gehört. Sie setzen auf IP, ich komme dann mal vorbei. Aber was wir da besprochen haben, wirst du sicherlich gleich noch ein bisschen erzählen. Insofern bietet, glaube ich, nur IP wirklich als einziges Protokoll etwas an, was für die Zukunft langfristig gedacht ist, in der Welt die Software regiert. Insofern baue ich jetzt mal ein voll connected Home. Das Haus ist komplett vernetzt. Also allein die Tatsache, dass ich 100 Kilometer Ethernet-Kabel verbaut habe für 20 Wohnungen plus Commercial Spaces plus Tiefgarage, sollte Ihnen einen Eindruck haben, geben, dass ich jemand bin, der auch an Kabel glaubt. Keine Sorge, Wi-Fi ist super und bestimmte tragbare Protokolle wie Zigbee und andere sind auch ganz gut. Aber je mehr Sie quasi aus diesem Airspace in das Kabel nehmen können, desto besser ist es. Und weil Sie ja 8 Kanäle da drin haben, wird das auch höchstwahrscheinlich viele der grauen Kabel irgendwie ablösen, wo es dann immer nur um Strom geht. Und ich weiß auf jeden Fall für den zweiten Bauabschnitt, für die nächsten 25 Wohnungen,
würde ich auch das gesamte Licht nur noch mit Ethernet ansteuern, weil Power über Ethernet für LED-Beleuchtung wunderbar ausreicht. Insofern gibt das, glaube ich, einen Eindruck, dass ich versuche, mit diesen IP-gesteuerten Systemen ihnen deutlich mehr Zeit zu geben, mehr freie Zeit oder mehr Freizeit, was ich zumindest in meinem Haus der zweiten Generation, also diesem KNX-Haus, nie habe. Meistens funktioniert es nicht. Und wenn ich irgendwas ändern will, dann rufe ich diesen Systemtechniker, der mit dieser klobigen Software kommt, die er mir nicht geben möchte, um mein Haus zu reprogrammieren. Das ist eine Sache, die, glaube ich, Mieter oder jeder, der mit einem Smartphone reagiert, selber machen sollte. Alles, was er, es gab nicht alles, was ich haben wollte. Das fängt bei der Tür irgendwie an. Ich bin selber begeisterter Anhänger der Elektromobilität, ich fahre Tesla und das Schönste bei diesem Tesla ist, ich gehe zu einem Tesla hin und die Tür geht quasi auf, die Griffe kommen raus. Und dieses Gefühl wollte ich unbedingt bei der Tür haben. Und dann gucken Sie sich diese ganzen Türsysteme an, ob es jetzt die amerikanischen sind, August, Lockitron, KiwiKiwi und andere, und stellen fest, dass das amerikanische Verhältnis zu Türen und Sicherheit ein fundamental anderes ist, sicherlich was wir Deutsche und Schweizer teilen. Wir wollen dicke Türen haben und auf jeden Fall kein Plastik drauf. Insofern habe ich einfach mal mit der Firma Schaukuber, das ist eine Tochterfirma, eines der größten Türproduzenten Hörmann weltweit, eine intelligente Tür entwickelt, wo wir alles, was neben der Tür ist, einfach mal in die Tür gesteckt haben. Die Kamera neben der Tür macht sicherlich Sinn, aber die Kamera in der Tür, die sie anguckt, ist genauso gut wie der Türspion. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das Bild von vorne deutlich besser ist als von der Seite. Aber auch das Thema Klinge, das Thema Beschriftung von irgendwelchen Klingeln, Mikrofon, Lautsprecher, habe ich einfach mal alles in die Tür gebaut. Und da macht das auch viel mehr Sinn, wenn man ganz ehrlich ist. Denn Sie haben plötzlich dieses Telefon, was Sie in der Hosentasche haben, keine Sorge, das brauchen Sie nicht rausholen. Sie gehen einfach zur Tür über Bluetooth-LE, dieses Telefon erkannt und Sie gehen rein oder die Tür öffnet sich, Sie sind drin. Und da wir so viel Technologie reingebaut haben, wissen wir auch, auf welcher Seite das Telefon sich befindet. Sie wollen nicht plötzlich die Zeugen Jehovas vor der Tür haben, sie gehen an der Tür vorbei und die Tür geht auf. Das wollen sie auch nicht haben. Aber die intelligente Tür hat plötzlich ganz viele neue Funktionen. Sie können Einmalschlüssel vergeben für den Freund, der gerade irgendwie zu Besuch in der Stadt ist und sie sind noch nicht zu Hause. Sie können dem Putzservice einen Schlüssel geben, der von 5 vor 9 bis 5 nach 9 funktioniert. Und sie sich auch meldet, wenn die Tür wieder geschlossen wird. Das heißt, die Abrechnung mit Ihrem Dienstleister wird deutlich transparenter und meistens ehrlicher. Und wenn Sie jemanden haben, der an der Tür rüttelt, dann kriegen Sie natürlich eine Benachrichtigung auf Ihrem Handy, dann können Sie entweder die Tür remotely öffnen, funktioniert auch mit der Klingel, oder Sie können dem Einbrecher sagen, dass er ist mittlerweile auf der Kamera, sollen Sie jetzt die Polizei rufen. Also das sind so Funktionen, die ganz gut funktioniert. Der Lebenspartner A kriegt dann den Schlüssel vom Montag, Dienstag, den Schlüssel vom Sie glauben gar nicht, was alles möglich ist mit dem Trigger, mit Tür. Dann bauen wir natürlich auch eine E-Tankstelle. Und wenn Sie dann quasi sagen, ich habe eine Tiefgarage mit 32 Plätzen und mit der Zeit sollten alle 32 Plätze E-Tankstellen werden, natürlich haben wir erstmal nur 16 vorbereitet, aber dann melden Sie das natürlich dem Netzbetreiber und der kriegt dann kalte Füße. Und der hat 32 Ampere Ladung mal 32 Plätze plus 45 Wohnungen, das geht so einfach nicht. Insofern habe ich so eine Netzstation einfach nur für mich bekommen, die mittlerweile auch angeschlossen ist. Das sind Themen, die Sie dann quasi als Bauer neu definieren und plötzlich sagen, ja, ist der Strombedarf ein bisschen größer. Insofern kommen natürlich Speichersysteme sehr schnell irgendwie zugange. Kann ich irgendwelche Speichersysteme bauen? Wir haben jetzt nicht auf die Tesla Powerwall gesetzt, wir setzen eher
auf das, die Sonnenbatterie oder sonnen.com, wie sie jetzt das finden. Aber so Tiefgarage muss man natürlich auch noch weiterdenken und nicht nur mit der Stromversorgung, sondern sie müssen ja auch in LTE-Konnektivität denken, sie müssen in WLAN-Konnektivität denken, womit quasi die Software von den ganzen Autos abgedatet wird. Und ich finde es halt immer grausam, wenn man in einer Tiefgarage fährt, dass man da nicht weiter telefonieren kann. Macht eigentlich gar keinen Sinn, dass man irgendwie mal vor der Tiefgarage stehen sollte, um dann weiter zu telefonieren. Insofern habe ich im ganzen Haus auch noch LTE-Verstärker eingebaut, sodass sie quasi telefonieren, in die Tiefgarage reinfahren, das Auto abstellen, telefonieren, zum Fahrstuhl gehen, das ist natürlich auch ein LTE-Verstärker, telefonieren, hochfahren, ja, parken und quasi dann geleitet werden zu der Tür, die automatisch aufgeht. Das ist irgendwie so eine Wunschvorstellung gewesen, aber mittlerweile ist es Realität. Es gibt natürlich ganz viel gewöhnliches Licht, große Stromfresser, gerade wenn Sie in Halogen denken. Insofern ist das gesamte Haus mit LED ausgestattet. Nicht nur von innen, auch von außen, sodass es abends so ein bisschen bekannter wird. Im Vergleich zu dieser normalen Mietwohnung ist das gesamte Lichtkonzept für einzelne Wohnungen. Wir wissen ja alle, dass die Menschen wenig Geschmack haben, einfach mal schon mal fertig drin. Und wenn Sie über smartes Licht denken, dann haben Sie natürlich plötzlich neue Dimensionen, was Licht angeht. Nicht nur an, aus und dimmen, das kennen wir alle, aber die Lichttemperatur von 2700 Kelvin bis 6000 Kelvin hilft Ihnen dann morgens wach zu werden oder abends einzuschlafen. Wenn das Haus natürlich auch weiß, wie spät es ist, dann haben Sie nicht dieses Gefühl, wenn Sie ins Hotel gehen, dass Sie dieses Flutlicht haben, wenn Sie nachts irgendwo hin müssen, sondern dass vielleicht nur ganz wenig Licht wahnsinnig gedimmt und warm geht, wenn Sie irgendwo sich nachts mal die Hände waschen müssen. Und das wird natürlich wirklich spannend, wenn Sie, je mehr Sie in Energiesparen investieren, desto mehr wird das Thema Nebenkostenabrechnung quasi zum Geschäftsmodell. Insofern haben wir natürlich versucht, sehr viel Energie zu sparen. Und Peter, du wirst sicherlich über den Einsatz, was wir da eigentlich machen, wie viel Energiesparer sprechen. Aber wir haben natürlich einen Eisspeicher dort mit drin, wir haben eine Blockheizkraftwerk, wir haben eine Wärmepumpe, um möglichst früh oder später mit der Batterie irgendwie off the grid zu gehen. Ich glaube nicht, dass es mit der Stromtankstelle funktionieren würde, aber ich fände es sehr schön, 45 Wohnungen irgendwie langsam in diese Situation zu gehen, off the grid zu gehen oder zumindest Strom so günstig einzukaufen, dass ich quasi so eine Art Stromhändler im eigenen Haus bin und dass das einfach deutlich besser funktioniert. Insofern helfe ich den Mietern, Strom zu sparen. Wenn ich weiß, dass keiner zu Hause ist, und da gibt es ja auch viele Sensoren, die relativ akkurat das sagen, dann braucht man vielleicht viele der Stromfressenden Geräte vielleicht nicht. Insofern helfe ich dann mit Smart Plugs, die vielleicht ein bisschen auszustellen. Nicht den Kühlschrank, aber vielleicht nur einige der anderen Systeme. Connectivity, hatte ich schon erwähnt, ist natürlich wichtig, dass wir hier nicht nur eine normale Connectivity verbinden oder haben, die ganzen Wohnungen irgendwie angeschlossen sind. Auch das Hausnetz muss natürlich irgendwie versorgt werden, sodass die Wohnungen miteinander sprechen. Und insofern war das Maximum, was ich in Hamburg kriege, irgendwie 10 Gigabit. Und 10 Gigabit, kann ich Ihnen versprechen, ist deutlich mehr als alles, was Sie zu Hause haben. Ich weiß nicht, in der Schweiz gibt es sicherlich auch sehr viele Fiber to the Home Projekte. Wir haben sehr viel Fiber to the Home einfach mal installiert. Und Connectivity bedeutet natürlich nicht nur quasi Ethernet-Connectivity. Wir haben die Wohnung auch gleichzeitig mit Google On Hubs, diesem neuen Router, ausgestattet, sodass Sie mit diesen neuen Routern natürlich auch mit diesem Haus sprechen können. So eine Google macht das Licht an, Google schließt die Tür an, die Zimmer abgeschlossen. Also, da können Sie relativ viele Sachen quasi auch mit diesen neuen Routern einfach jetzt schon machen, die demnächst in den Handel kommen. Wenn man mal so an das Bad denkt, ist meistens so das einzig Elektrische,
neben dem Licht die elektrische Zahnbürste. Und da gibt es jetzt auch besondere sensationelle smarte Zahnbürsten, die dann auf der App irgendwie sagen, ob sie gut geputzt haben. Aber das war irgendwie nicht so die Intention, als ich irgendwie in Bäder dachte, sondern ich möchte hier das Gefühl haben, dass ich unterschiedliche Duschprogramme auswählen kann. Irgendwie also ein vitalisierendes Programm, ein erfrischendes Programm, ein Relaxing irgendwann. Und das gibt es alles von der Firma Dornbach. Und Dornbach, die so als Slogan haben, wir digitalisieren Wasser. Und natürlich für mich als Internetfreak sensationell sofort gegeben und gesetzt. Aber dieses Gefühl zu haben, Sie fahren nach Hause, auf dem Weg nach Hause, holen Sie ein Smartphone raus und sagen einfach, Siri, wir setzen sowohl auf Nest als auch auf Google, wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Siri, was war schon mal das Badewasser ein? Das funktioniert im Appartementum. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe das einmal ausgetestet, es ist sensationell. Wenn Sie einfach von unterwegs sein, Badewasser einlaufen lassen und das Ganze ist in der Temperatur da mit Überlaufschutz. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich dienlich ist für mein Flatrate-Konzept, was Wasser angeht, aber wir wissen alle, dass Wasser nicht so teuer ist. Und jetzt gibt es natürlich diese Überlegung, wie steuert man das Ganze? Steuert man das mit dieser Ein-App? Die gibt es nicht. Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da setzen wir auch ein bisschen was an. Letztendlich setzen wir auf 14 einzelne Apps. Die quasi, ich glaube niemals, dass es ein übergreifendes System geben würde, wo die Anforderungen der Tür vergleichbar sind irgendwie mit Licht. Also das sind Dinge, die glaube ich nicht zusammenpassen. Und das Schöne an Software ist ja auch, dass sie permanent weiterentwickelt wird. Da kommen plötzlich neue Funktionen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich das von dem iOS jetzt geholt hat, mit dieser Nachtfunktion, wo dann nicht mehr der blaue Bildschirm da ist, sondern dieser gelbe Bildschirm, sodass sie nachts auch wieder einschlafen kann. Insofern ist es natürlich quasi die Frage, okay, wie handle ich dann 14 Applikationen? Und wir verwenden dort ein Protokoll, was von Apple entwickelt wurde, das heißt MDM, Mobile Device Management. Das heißt, sie installieren sie sich eine einzige Profildatei. Das ist relativ einfach. Und diese Profildatei sagt ihm dann, oder sagt quasi dem System, ich hätte ganz gerne folgende 14 Applikationen vorkonfiguriert für meine Wohnung. Klingt wie Magic, ist auch Magic, funktioniert. Insofern haben Sie auch keine Probleme mehr mit Passwörtern, das Thema Sicherheit. Ich weiß noch ganz genau, als ich den Börsengang von Xing gemacht habe, war die erste Frage von den ganzen Schweizer Analysten, wie steht das mit der Sicherheit? Meistens ist ja der Fehler zwischen Stuhl und Tastatur und meistens nicht die Systeme. Insofern keine Sorge, es sind auch sichere Passwörter hinterlegt. Und wenn es darum geht, also dieses Haus mit Leben zu füllen, nicht nur mit Mietern, sondern dann haben sie natürlich auch immer diese Commercial Space oder die ganze normale Gewerbefläche. Und mir war es hier wichtig, etwas zu schaffen, was sowohl dem Haus nützt, quasi in beide Richtungen. Insofern habe ich quasi eine Art Community Space gebaut, und da ich einen Quadratmeter rechne, sind das 350 Quadratmeter, sind 1500 Kubikmeter, okay, das sind 6 Meter hohen Räume. Das ist ein Gefühl, was Sie sonst an anderen Stellen nicht haben. Insofern geht es um Leben, Arbeiten, Essen gehen, alles unter einem Dach, quasi in bester Lage in Hamburg. Tagsüber habe ich in diesem großen Space, in einem Coworking Space eingerichtet mit 30 Workstations. Auch da arbeite ich mit einem extrem zuverlässigen Schweizer Hersteller zusammen, mit der Firma Vitra, die einfach gesagt haben, das ist so innovativ, das stoppt mir einfach mal komplett aus. Da bedanke ich mich natürlich sehr immer. Aber es geht natürlich nicht nur um quasi tagsüber dort zu arbeiten, es geht auch darum, quasi ein Essen, quasi Nahrung irgendwie aufzunehmen. Insofern habe ich 2 Restaurants, ein Deli, was quasi von morgens bis abends angeht. Und ich habe jetzt dem Deli-Betreiber gesagt, und abends wollen wir das Ganze zur Aperobar machen. Dann
Abendbrot in der Schweiz immer ruhig ist. Und eine Bar in Hamburg, und wenn das noch After Work ist, klingt dann immer so laut. Das passt natürlich nicht zu den Mieten. Insofern, und dann wird dieses Wort auch in Hamburg wirklich, glaube ich, daran schätzen. Das Ganze kann natürlich abends auch noch zur Eventfläche werden. Wir haben jetzt die TEDx beispielsweise, gibt bei uns jetzt immer das Gastspiel, sodass wir auch interessant an die Leute da reinkriegen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, 14 Events für dieses Jahr jetzt schon fest verkauft, nur in diesem unteren Space. Und ich kann Ihnen sagen, wenn das Ganze funktioniert, verdiene ich damit mehr, als wenn ich irgendjemand das vermiete. Und da überlegt man sich natürlich immer noch, wie kann man bestimmte Sachen irgendwie optimieren. Insofern bringe ich mit dem Appartamento, weil sie leben und arbeiten ein bisschen zusammen, und das auf eine Art und Weise, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Viele der Zeitschriften, die uns schreiben, sagen, wir haben das intelligenteste Haus der Welt gebaut. Mir geht es gar nicht so sehr um dieses ganze Smartness. Mir geht es mehr um dieses neue Produkt. Kubikmeter Lebensqualität in bester Lage für befristete Zeit zum Flat-Tarif. Und die smarte Technologie ist eigentlich ein Unterstützer, dass ich das umsetze und damit auch hoffentlich kein Geld verdiene. Eine Sache, und gerade wenn ich in Universitäten diesen Vortrag hatte, ist es mir immer wichtig zu überlegen, okay, was für Daten kann man in diesem Haus generieren? Gibt es vielleicht Leute, die mit diesen Daten besser arbeiten können? Wir haben 580 Datenpunkte, die wir natürlich in Echtzeit alle darstellen, und 280 davon, natürlich die ganzen aggregierten Daten, stellen wir quasi auch dem Netz irgendwie zur Verfügung und hoffen, dass irgendwelche findigen Studenten, interessante Planer, wie Sie es sind, einfach mal sich diese Daten dann anschauen in Echtzeit und sich überlegen, kann ich vielleicht damit irgendwas machen, kann ich damit vielleicht die nächsten oder quasi Ihre nächsten Häuser, quasi meine nächsten Appartamente, wenn das Ganze funktioniert, irgendwie noch intelligenter machen. Insofern bedanke ich mich, lade Sie natürlich herzlich ein, mal in Hamburg vorbeizuschauen und sich das in Echtzeit ganz real anzuschauen. Bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte. Vielen Dank.